war unglaublich und was war, wir haben gewonnen. ¡Vamos, España! ¡Vamos! ¡Arriba en la discoteca! Herzlich willkommen zu Bolzplatz Berlin. Das Finale ist gelaufen. Es war eine Wahnsinnsparty, 4 Wochen lang in Berlin. Wir wollen heute in unserer Sendung noch einmal natürlich auf dieses Wahnsinns-Endspiel, aber auch die vergangenen 4 Wochen zurückschauen. Und mit mir im Studio sitzen heute meine Kollegen Clara Andersen und Alexander Rothe. Huhu. Und hola, ¿qué tal? Ihr zwei, erzählt doch mal, wie habt ihr so das Spiel geschaut? Eigentlich hättest du die Ansage jetzt mal auf Spanisch machen sollen. Hast du recht, dazu hat es irgendwie nicht gereicht. Bei mir langt es irgendwie nur zum Bier bestellen. Aber ja. Willst du anfangen? Wie du das Spiel geguckt hast? Ja, ich war auf der Fanmeile mit Freunden und ich muss sagen, dass ich es am Anfang irgendwie ein bisschen lame fand. Also, zumindest die erste Halbzeit. Weiß ich nicht, also wir fanden irgendwie alle das Spiel einfach ein bisschen langweilig und dadurch war auch die Stimmung irgendwie nicht so gut. Also weder bei den Spaniern noch bei den Engländern. Ja. Da würde ich zum Teil mitgehen. Also ja, die erste Halbzeit war nicht die spannendste. Ich glaube, beide Teams waren so ein bisschen verhalten und auch zögerlich. Irgendwie sind die nicht so richtig in die andere Hälfte gekommen. Es gab ja wenig Torschüsse. Ja. Aber die zweite Halbzeit, mein lieber Scholli, also ich muss sagen, ich war echt begeistert von dem Spiel. Also ich glaube, um da jetzt erstmal reinzugrätschen, ich habe schon gedacht, Mensch, Spanien, ihr habt so viel mehr Ballbesitz, jetzt macht da doch irgendwie mal was draus. Mhm. Und das hat aber gedauert. Also ich glaube, die haben sich einfach neutralisiert, waren dann doch beide anders, aber so gut, dass es den Mannschaften einfach schwer gefallen ist, so das Schema, was sie bisher durchgezogen haben, auch zu spielen. Mhm. Oder wie siehst du das? Ja, sehe ich ähnlich. Ich war sehr erstaunt darüber, dass tatsächlich England dann nochmal zurückgekommen ist. Und das war wirklich der Einwechslung geschuldet. Also dann wurde ja Kane, der Kapitän, rausgenommen, wo man auch erstmal denkt, wow, das ist jetzt ganz schön mutig, das so zu machen. Ja. Aber es war genau die richtige Entscheidung. Und ja, also ich fand das Spiel geil. Ich war begeistert und muss leider sagen, ich habe in einem Bier komplett überfüllten Biergarten geguckt und musste mehr als 90 Minuten lang auf einem Bierkasten sitzen. Deswegen habe ich heute auch Rücken und deswegen bin ich auch ein bisschen angeschlagen heute. Verstehe ich. Aber das heißt, du hattest immer Nachschub und das ist ja irgendwie schon mal viel wert. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, was war denn für dich so ein Höhepunkt der EM? Einfach jetzt mal wirklich auf die 4 Wochen gesehen. Es gab nicht so den einen Höhepunkt. Ich würde sagen, für mich war eigentlich fast jedes Deutschlandspiel ein Höhepunkt. Vielleicht außer das Dänemark-Spiel. Die Deutschen haben einfach geilen Fußball gespielt. Also wirklich ansehnlichen Fußball. Das ist man überhaupt nicht mehr gewohnt irgendwie. Und es hat richtig Spaß gemacht zuzugucken. Und ja, also auch allein das Spanien-Spiel, ja, wo wird es dann am Ende ausgleicht, das ist... Das war ein vorweggenommenes Finale eigentlich, voll, kann man sagen, ne? Absolut, ja. Okay. Wie ist es bei euch? Highlight? Ich glaube, bei mir war es auch eher so die Stimmung insgesamt, so in der Freundesgruppe, dass einfach alle so wirklich im Fußballfieber waren, auch jetzt irgendwie so Leute, die sich sonst vielleicht nicht so für Fußball interessieren, aber alle haben mitgefiebert. Ich weiß noch, das eine Mal, genau, das war das Spiel gegen Spanien, waren wir im Biergarten zusammen und es war so eine emotionale Stimmung einfach. Also alle haben irgendwie zusammen da, also sowohl als das Tor gefallen ist, alle sich gefreut, aber dann auch danach irgendwie diese angespannte Stimmung, ja, also das so mitzuerleben, auch über die ganzen Wochen, das war... Und das ist ja das Schöne genau am Fußball, ne? Dass das wirklich Leute dann auch zusammenbringt, auch gestern im Biergarten, da waren so viele Leute, die einfach, den hast du angesehen, die gucken nicht auf Fußball. Die haben sich auch relativ viel unterhalten, aber es hat die Leute einfach zusammengebracht, das ist ein soziales Event. Ja, genau. Ja, das finde ich auch. Also zum Beispiel, als ich beim Fanwalk der Niederländer mitgelaufen bin, habe ich gemerkt, dass da ganz viele eigentlich Deutsch gesprochen haben. Und ich habe auch einige angesprochen, die haben sich dann wirklich einfach ein Oranje-Trikot geholt, weil sie Bock hatten auf die Party. Ja, Marc, erzähl doch mal. Ja. Fanwalk Holländer, du warst ganz oben dabei, oder? Ich war voll mit dabei, muss man wirklich sagen. Also die haben mich erst auf die Schultern gehoben und dann tatsächlich so ein bisschen über die Menge rübergereicht. Also ich habe richtig Crowdsurfing gemacht auf dem Fanwalk der Holländer. Und da muss ich sagen, das war für mich so
eigentlich das absolute Highlight, muss ich eigentlich sagen, wirklich das Drumherum um die Spiele, die Fans, auch die Schotten, die irgendwie so total Gentleman-Fans waren, obwohl ihre Mannschaft jetzt nicht so gut abgeschnitten hat, einfach trotzdem immer für gute Stimmung gesorgt haben. No Scotland, no Party, hieß es ja am Anfang. Dann kamen die Holländer mit links, rechts. Also ich finde, das waren, also für mich waren das wirklich so absolute Highlights. Aber würdet ihr sagen, Spanien hat zu Recht gewonnen? Oder hättet ihr es England gegönnt? Nee, ich war schon eher für Spanien. Vor allem, ich finde, dadurch ist die Niederlage gegen Deutschland auch irgendwie würdevoller. Ja. Wisst ihr, wie ich meine? Ich gehe damit klarer. Ich kann das gut verstehen. Also ich finde schon, irgendwie so übers Turnier betrachtet gesehen, hat Spanien, finde ich, die bessere Leistung geliefert, irgendwie den schöneren Fußball. Ich würde auch sagen, sie haben es verdient. Okay. Sie haben es verdient, aber ich habe trotzdem für, ich muss trotzdem, ich habe sagen, ich habe trotzdem für England gescheert. Einfach, weil ich auf England getippt habe und England meine letzte Hoffnung war, Europameister, um noch ein bisschen in der Kicktipp-Runde nach vorne zu kommen, aber maßlos gescheitert. Es hat nicht sollen sein. Vielleicht, da kommen wir noch mal ein bisschen, ehe wir jetzt hier zu sehr in die Diskussion einsteigen. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Gucken wir mal ein bisschen. Ich war heute Morgen auf der Pressekonferenz, wo noch mal eine Abschlussbilanz gezogen worden ist, was das Turnier für die Stadt bedeutet hat. Man muss richtig sagen, Berlin feiert sich für dieses Turnier, würde ich auch sagen, mit Recht, auch wenn es noch nicht viele konkrete Zahlen gibt. Eine News gab es allerdings, die Polizistinnen und Polizisten und die Feuerwehrleute aus der Hauptstadt bekommen für ihren Einsatz 2 Tage Sonderurlaub. Das, finde ich, ist schon mal aller Ehren wert, muss ich sagen. Wenn wir uns jetzt überlegen, was bleibt von der EM, gibt es eine Sache, die auf jeden Fall bleiben soll, wenn auch nicht an dem Ort, wo sie jetzt ist. Und zwar ist das der Kunstrasen auf der Straße des 17. Juni. Und da schalte ich gleich einmal zu mir selbst, denn ich habe 4 Wochen nach Start des Turniers nochmal den Test gemacht, wie denn das Grün gehalten hat. Vor ziemlich genau 4 Wochen stand ich an dieser Stelle, das heißt nicht ganz genau, sondern ein bisschen weiter da vorne, nämlich direkt auf dem Rasen und habe getestet, wie fühlt sich der Kunstrasen vom Brandenburger Tor und auf der Straße des 17. Juni an. Und heute will ich wissen, gut 4 Wochen später, Dauerbelastung, teilweise mehr als 100.000 Besucher am Tag, wie hat es der Rasen überstanden? Und wie es gelaufen ist, seht ihr im Video. Let's go! Geheimnis der Haltbarkeit ist unter anderem die richtige Reinigung. Und zwar nicht der Quatsch, den ich hier mache, sondern es wird einfach Dreck von Hand abgesammelt. Danach kommt noch eine Kehrmaschine, die die Feinpartikel aufnimmt und den Rasen bürstet. Was den auszeichnet heute im Vergleich zu früher, erklärt uns Entwickler Jan Lauterbach. Das sind im Prinzip geschnittene Folienbändchen, die einfach das, was eigentlich auch sehr häufig in den Medien natürlich so kommuniziert wird, dieses Mikroplastikthema, das haben die damals wirklich gemacht, weil das waren Bändchen, die geschnitten wurden. Alles, was man schneidet, Papier oder auch Kunststoff, reißt im Prinzip im Randbereichen ein und damit fasert das so aus und damit kriegt man diesen kleinen Spliss. Das sind so Verfahren, die 80er und dann vielleicht die 90er noch begleitet haben, aber das ist so ein bisschen vergangene Zeit, ein bisschen Historie. Ich bringe es aber gerne mit, dann kann man es besser verstehen. So haben wir früher produziert und wenn wir heute sehen, diese Monofilamente sind heute unter dem Mikroskop wie kleine formulierte Naturrasenfasern. Also die haben auch Strukturen, die haben Kühlrippen, dass so ein Rasen auch ein Stück weit nicht so heiß wird. Ab Ende der Woche wird der Rasen vom Brandenburger Tor abgebaut, von Schadstellen abgesehen, danach dann an Kitas und unter anderem die JVA Tegel in der Stadt verteilt. Von dem Rasen werden wir also in der Stadt noch was haben. Was hingegen noch nicht klar ist, was aus diesem riesigen Fußballtor wird, das vor dem Brandenburger Tor steht. Die Firma, die es gebaut hat, bietet es nämlich im Moment ausgerechnet auf Kleinanzeigen an und versucht es zu verkaufen gegen Selbstabholung, versteht sich. Es darf allerdings nicht im Stück verkauft werden. Ich bin also gespannt. Ein paar Tage hat möglicher Interessent noch sich zu melden. Wir bleiben da auf jeden Fall dran. Mal gucken. Habt ihr denn schon ein Angebot abgegeben? Soweit ich weiß, gibt es noch kein Angebot. Ich bin mal gespannt. Ich fände es eigentlich schön, wenn das Tor auch irgendwo noch in der Stadt bleiben würde. Also vielleicht da auch, wo einfach jedermann Sport möglich ist, im Jahn Sportpark oder irgendwie sowas. Oder hier im Studio. Oder hier im Studio. Wird ein bisschen knapp. Die Frage ist also ein bisschen, was bleibt vom Turnier? Wie seht ihr das? Naja, also ich muss sagen, ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal in so ein leichtes Loch fallen.
weil jetzt 4 Wochen lang fast jeder Abend irgendwie durch das Turnier strukturiert war, geplant war. Man hat sich halt einfach so getroffen mit Leuten, man musste sich nicht groß verabreden. Man hat irgendwie teilweise auch nebenbei die Spiele geguckt und das fällt jetzt einfach weg. Und ich bin mir gerade nicht sicher, wie ich dieses Loch stopfen kann. Wahrscheinlich sind es die Olympischen Spiele in Paris, die bald anfangen. Ja, wie sieht es bei euch aus? Fühlt ihr ähnlich? Nee, nicht ganz so. Also ich kann es voll nachvollziehen, aber irgendwie war es auch insgesamt trotzdem anstrengend, finde ich. Anstrengend? Und ja, und so zeitaufwendig. Wow. Also deswegen. Du solltest dich nicht setzen. Ich finde, es war jetzt eine geile Zeit, also es war ein geiler Monat, aber es ist jetzt auch okay, dass er vorbei ist, finde ich. Alles Gute muss irgendwo vielleicht zum Ende kommen, ja, kann man so sagen. Aber unser Kollege, der normalerweise hier sitzt, Michael Färber, der ist jetzt schon in neuer Mission. Alex, erzähl doch mal, was ja, macht der Kollege? Ja, der Färbi, der ist jetzt gerade in Österreich unterwegs zum Trainingsauftakt von Union Berlin. Das heißt, für ihn geht es mit Fußball erstmal weiter. Und, Wie auch sonst. Vielleicht schauen wir mal, wo er gerade ist, wo er sich befindet und Färbi, was er so zum Turnier sagt. Färbi, hörst du uns? Ja, servus aus Lengenfeld in Österreich. Ich bin schon wieder unterwegs, habe mir aber natürlich das EM-Finale Spanien gegen England angeschaut und Leute, ganz ehrlich, es gibt keinen verdienteren Europameister als diese spanische Mannschaft. Sie haben in diesem Endspiel nochmal gezeigt, was sie spielerisch drauf haben. Allein dieses 2:1, den Ausgleich kassiert und dann dieses 2:1 herausgespielt, das ist, wie sage ich immer so schön, ist ein Gemälde von einem Tor, war wirklich absolut beeindruckend. Sie haben alle 7 Turnierspiele gewonnen. Einzig gegen die deutsche Mannschaft standen sie tatsächlich vor dem Aus im Viertelfinale und damit verdienter Europameister. Und wir haben nicht umsonst alle gesagt, dass Spanien-Deutschland im Viertelfinale tatsächlich das vorweggenommene Endspiel gewesen ist. Denn auch die deutsche Mannschaft hat mich zumindest sehr positiv überrascht. Ich weiß nicht, wie es euch da im Studio ergangen ist. Sie hat Spaß gemacht, sie hat gezeigt, dass sie auf dem richtigen Weg ist. Die Kaderzusammenstellung, Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine Idee zeigt mir, dass da wir wieder ein bisschen hoffen können, dass wir wieder ein paar erfolgreichere Turniere haben werden. Ansonsten hier Lengenfeld, Österreich, hinter mir auf diesem Platz. Bei ja, sehr sommerlichen Temperaturen trainiert Union Berlin, bereitet sich für das 6. Bundesliga-Jahr vor. Und Bo Svensson nimmt die Jungs ganz schön hart ran, das muss ich ganz ehrlich sagen. In diesem Sinne, ich schaue genau drauf und zurück ins Studio. Macht's gut. Ja, Grüße nach Österreich. Grüzi sagt man anscheinend nicht. Servus, was weiß ich. Das war die Schweiz, aber liegt ja nebenan, ne? Leute, das war's. Bolzplatz Berlin. War schön mit euch hier im gemütlichen Studio. Und ich würde sagen, wir müssen jetzt mal entscheiden, wer hier was mitnimmt, oder? Ich möchte ein Trikot auf jeden Fall. Also ich nehme den Ball mit. Ich nehme das Trikot. Okay. Nicht schlecht. Ich überlege auf jeden Fall noch. Mal gucken. Wir haben Kannst die Lampe mitnehmen? Ach nee, komm. Wer will die denn haben? Ich glaube, ich nehme unseren historischen Ball, den wir hier am Start haben. Oder die Flaggen. Wollen wir mal schauen. Ein Artefakt. Übrigens finde ich auch noch mal ein Highlight dieser EM wirklich der Saxophonist mit dem schwarzen Saxophon. Stimmt. André Schnurer, gestern zum ersten Mal in Berlin aufgetreten. Der hat dann sein Völler-Trikot abgestreift und hatte darunter ein Jersey an, wirklich mit Flaggen aller möglichen Länder, hat sich wirklich noch mal so für Völkerverständigung eingesetzt. Das finde ich, war für mich auch so zum Abschluss noch mal ein absoluter Gänsehautmoment. Und ja, damit war es das für diese Folge von Bolzplatz Berlin. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffen, dass wir uns bei Gelegenheit wiedersehen. Adios, hasta luego.